Für die Freiheit! Lauter! Für unsere Kinder! Für die einsamen Alten! Für die Impftoten! Auch für die nicht einsamen Alten! Wie mich zum Beispiel. Achtung, Achtung! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie und Sarkasmus enthalten. Erinnert ihr euch noch an die Zeit vor 2020? Ja. Wie hilflos wir doch alle damals nur waren. Lauter! All diese täglichen Entscheidungen, die wir treffen, selbst zu entscheiden, ob wir gesund oder krank sind, selbst zu entscheiden, wie viele Freunde wir zu unserem Geburtstag einladen, selbst zu entscheiden, ob wir nach 22 Uhr noch spazieren gehen. Wie froh bin ich doch, dass unsere Regierung und auch Sie, Herr Wilger, uns all diese Lasten des Denkens abgenommen haben. Es ist so erleichternd zu wissen, dass wir eine Regierung haben, die uns wöchentlich mit neuen Regeln eine klare Orientierung in der Welt ermöglicht. Endlich waren die Kinder nur noch zu Hause. Wie unsicher ist die Welt dort draußen doch nur. Endlich werde ich im Supermarkt nicht mehr angerempelt, da alle den 1,50 Meter Abstand halten. Da mich dieser neue absolute Sicherheitstrend so begeistert, möchte ich noch ein paar zusätzliche Vorschläge machen. Wie wäre es denn mit dem Vorschlag, ab sofort eine Helmpflicht abzuführen? Schließlich ist das Risiko, dass Gegenstände von den Dächern fallen, viel zu hoch. Wie wäre es denn, wenn wir alle Autos verbieten? Denn das Risiko, im Straßenverkehr zu sterben, ist doch viel zu hoch. Ihr seht, mir würden noch viele, viele weitere Dinge einfallen. Ich will euch nur zeigen, nichts geht über Sicherheit. Ich danke euch. Hallo, Herr Wilger, lassen Sie sich der Eisnot sprechen, bitte. Aber Sie sind ja nicht nur zum Eisessen da, sondern auch mit den Bürgern zu sprechen. Und wissen Sie was? Ich bin so sauer, dass ich mich auf den Boden stellen muss, hier in Spanien, statt Eis zu essen. Ich hätte auch Lust auf ein Eis. Gehen Sie doch runter! Hallo! Gehen Sie doch runter! Kommen Sie doch hoch! Sprechen Sie doch! Wir können ja Eis holen! Kommen Sie runter! So, mit Kevin, die braucht sie, kann man nur so sprechen. Die Basis ist auch da! Hallo, Basis! Hey! Ja, die AfD hat schon abgebaut. Die CDU sagt, ich soll vom Boden runter. Warum? Wissen Sie, wenn jetzt meine Neunjährige hier stehen würde, die würde Ihnen aber was erzählen. Die würde sagen, ja, wir müssen den ganzen Tag hören, was die CDU und die Regierung sagt, nämlich Masken 8 Stunden anhaben. Ja, wir müssen uns testen lassen. Ja, dann darf man sich ja auch auf den Boden stellen. Und wenn Sie die Frechheit haben, hier auch noch mit dem Stand herzukommen und den Bürgern zu verbieten, zu sprechen, dann sind Sie vielleicht, Sie, falsch hier auf dem Marktplatz. Denn in Griechenland hat man das Agora, hat man das genannt. Weiß das jemand? Agora? Agira? Agora, glaube ich. Kommen Sie doch runter und sprechen, bitte. Kommen Sie runter und sprechen. Das machen wir immer danach. Gerne. Im alten Griechenland galt der Marktplatz immer als urdemokratischer Treffpunkt. Ja, Pentikles und Sokrates, das ist keine Eissorte, Herr Bilger, sondern das sind Menschen, die hier gesprochen haben auf Marktplätzen, unter anderem in Griechenland. Also ein urdemokratisches Mittel. Und da die Kritiker der Corona-Maßnahmen ja nicht in Talkshows eingeladen werden in Deutschland, muss man sich leider auf den Boden stellen. Und wenn ich Sie dann hier beim Kaffee störe oder bei Ihrem... Sie nennen das Parteiarbeit, aber Sie sprechen nicht mit uns, sondern sagen, es soll vom Boden runter. Naja. Herr Bilger, Sie hören mir überhaupt nicht zu. Ja, der hat keine Antworten. Wenn ich Ihnen ein zweites Eis zahle, ich meine, Sie sind ja nur in der Politik, um 4 Jahre im Bundestag zu sein und dann Rente zu bekommen, dann kann ich bei Ihnen vielleicht mit einem Eis weiterkommen. Oder Sie kriegen 2 Kaffee von mir, wenn Sie nicht mehr sprechen. Wir sind so verflucht sauer über diese bescheuerte Regierung und die Lügen, die man uns erzählt. Yes. Lügen, jetzt schauen Sie Lügen, her, Lügen, jetzt schauen Sie her. Warum muss ich erst fragen? Sie können einfach Was zuhören. Straße laufen, so verängstigt. Ja. Der Anzug ist nicht teurer als meiner.
Ich bin Bürger in Deutschland, Papa von einer Neunjährigen. Ich spreche hier mit Kindern. Oder wollen Sie meinen Beruf wissen? Ja, warum fragen Sie denn nicht die Politiker, zum Beispiel den Herr Scholz, was mit dem Comeback-Skandal ist und was er für Freunde hat und wer er so ist? Warum fragen Sie das denn dem Bürger auf dem Boden? Was der Herr Bieger für einen Beruf hat, der hat wahrscheinlich gar keinen. Was der Herr Politiker. Eine Ausbildung hat. Politiker, der Herr Bieger ist. Als Kaufmann, ey. Politiker. So scheiße sowas. Gesundheitsminister muss jemand sein, der was mit Gesundheit zu tun hat. Kommen Sie doch zum Brunnen, Mensch. Ich bin 38 Jahre noch Bürger von Feigen. Wenn Sie auf meinen Marktplatz kommen, dann kannst du nicht einfach nur Eis essen. Ja, um es mit dem Kopf schütteln. Ja. Schauen Sie mal ins Ausland. In Paris wurde in Marseille der Bahnhof gestürmt von Ungeimpften, weil sie ausgeschlossen werden aus dem Bahnhof. Ja? Schauen Sie mal ins Ausland, Herr Böger. Da muss man keine Maske tragen, zum Beispiel in den Niederlanden. Sie langweilen mich, Herr Böger. Sie langweilen uns auch sehr hier. Also, Sie nehmen sich etwas zu wichtig, ich stehe hier für die Kinder von Feigen, ja, die sie testen lassen wegen eines Virus, ja, mit einer 0,5% an 82 Jahren. Und Sie wollen die Kinder impfen, wollen demnächst 2-Jährige impfen und ich pull sie hier so lange weg, wie ich Bock habe. Ich wette, Sie waren noch nie in einer Kunstausstellung, sonst würden Sie das einfach genießen, weil in Feigen ist normalerweise nichts los. Und die Generation mit den Weißhaaren, ihr könnt abtreten. Es ist vorbei. Die neue Generation steht hier und sagt euch, was das ist. Das Volk wird betrogen, vor allem von der CDU. Wer ist denn Baerbock? Wer ist denn Merkel? Die sind alles Klaus Schwabs Jünger, aber davon haben sie keine Ahnung. Danke. Hallo Herr Bilder, können Sie mich hören? Wir haben so Lust auf eine Diskussion mit Ihnen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie rüberkommen. Ich finde es ja sehr nett, dass Sie hier drüben Gratis-Eis verteilen. Haben Sie denn auch Gratis-Eis für Ungeimpfte oder kriegen die kein Eis? Haben Sie denn auch Gratis-Eis für Corona-Kritiker oder sind die ausgeschlossen aus der Gesellschaft von Ihnen? Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir ein paar Antworten geben könnten. Wir warten hier. Immer mit der Ruhe, wir wollen hier ganz in Ruhe diskutieren. Die Stimmung in Deutschland ist am Kippen. Ihr kriegt alle einen Kaffee von mir, wenn ihr euch nicht streitet. Ist doch egal, ob sie impft oder ungeimpft, Madame. Das ist das Problem. Alle, die da hinten Kaffee trinken, ich hab euch lieb, ich hab Feigen lieb, ich hab unsere Kinder lieb. Ja? Wen ich nicht lieb hab, sind die Lügenpolitiker, die sich hier noch an den Marktplatz trauen und da hinten in Ruhe Eis essen, Herr Bilder. Danke. Hallo, die Partei, könnt ihr mal kurz zuhören? Ja? Ihr habt ein Schild hochgehalten, kann ich das nochmal sehen? Darf ich das Schild nochmal sehen, bitte? Naja, auf jeden Fall haben Sie ein Schild hochgehalten, was war das? Gegen Querdenker auf jeden Fall. Da haben Sie gesagt, Schiller ist Querdenker, Mena ist Querdenker, John F. Kennedy Jr. ist Querdenker, alles Querdenker. Jetzt haben wir hier eine wunderbare Diskussion, die entstanden ist und liebe die Partei, genau deshalb machen wir das hier. Weil ihr müsst nicht meinen, weil ihr von der Partei seid, dass ich kein Satiriker bin. Ja? Aber schon uns freundlich, Gespräch zu unterbrechen. Ich wollte euch nicht unterbrechen, ich wollte euch einladen zur Diskussion. Dankeschön.